Jetzt kommen wir zu den Sachspenden. Ein Dach über den Kopf kann ja nicht schaden. Was gibt es hier? Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Heute bin ich für euch in Leobersdorf unterwegs beim Verein Regenbogental und neben mir die Margarete, die Leiterin. Hallo Margarete, danke schön für die Einladung. Hallo Michi, schön, dass du da bist. Margarete, für was steht euer Verein und wer kann alle zu euch kommen? Also schwerpunktmäßig kommen zu uns Kinder, die selbst schwer erkrankt sind oder eine Behinderung haben und Kinder und Familien in Trauersituationen. Das heißt, wenn einmal was passiert, wie ein Todesfall, kann man sich an euch wenden. Ganz genau. Aber es gibt auch schöne Sachen im Verein. Ich habe gesehen, da hinten einen jungen Mann im Pferd. Was ist da hinten los auf diesem Therapieplatz? Was kann man da machen? Ja, unsere tiergestützte Pädagogik, unsere Reittherapie, da arbeiten wir mit den Pferden und jedes Tier hat einen Bezugsbetreuer und Joshua arbeitet, weil ja Ferien sind, gerade mit dem Pferd. Gymnastiziert, es geht ausreiten, das ist ganz wichtig für die Psychohygiene der Tiere. Das sind wirklich tolle Tiere, aber nicht nur Pferde, ich habe gesehen, Lamas habt ihr, Ziegen habt ihr, was macht ihr mit diesen Tieren zum Beispiel? Der Hermann und der Horst, unsere beiden Lamas, die sind zum Beispiel für Kinder, die eher unruhig sind, weil bei den Lamas müssen sie ganz ruhig werden. Die Liselotte und der Pauli, unsere Ziegen, eine große Herausforderung, mit denen gehen wir gern spazieren oder sie machen Parcours. Und die Kaninchen sind einfach zum Streicheln und zum Runterkommen da. Na super, absolut, wirklich toll. Aber ich habe gehört, einen Hund gibt es ja auch bei euch. Können wir den kurz reinholen? Ja. Schauen wir mal, hallo. Joja. Ja, was ist denn das? Wer ist denn das bitte? Das ist unser Therapiepudel, die Joja. Weil, was kann man mit der Joja alles machen? Ja, die Joja ist vor allem bei den Regenbogenwochen dabei, wenn die Kinder hier übernachten. Sie ist zum Kuscheln, zum Spielen, sie ist eine ganz süße. Ja, wirklich wahr. Aber nicht nur mit Tiere wird hier Therapie angeboten, sondern auch noch in Form von? Genau, wir haben ganz unterschiedliche Therapieformen, allen voran die Kunsttherapie. Die schwerpunktmäßig auch mit traumatisierten Kindern arbeitet. Wollen wir einen Blick hinwerfen? Ja. Na passt, dankeschön. Komm mit. Liebe Zuseher, hier sind wir jetzt in der Kunsttherapie. Neben mir die Jo und die Gabi. Grüße euch zwei. Hallo. Hallo, hallo. Jo, ich habe schon gesehen. Was machst du heute? Was bastelst du? Also ich bastel mit Ton. Und letztes Mal habe ich hier meine Lieblingsband geschrieben mit Ton. Wow. Also wie die Band das sieht, ich glaube, die freut sich sicher. Ja, Gabi, du als Mama von der Jo, wie geht es dir jetzt mit dieser Einrichtung? Was sagst du über den Verein Regenbogental? Ich finde das ganz fantastisch. Erstens bieten sie so viele verschiedene Therapiemöglichkeiten an. Und gerade bei behinderten Kindern oder verhaltensauffälligen Kindern ist oft eine Therapie gar nicht ausreichend. Ja? Und wenn man jetzt sagt, die Jo macht hier die Kunsttherapie und dann hat sie draußen noch die Tiere, das ist im Ganzen so beeindruckend für sie, dass sie an den Tagen dann immer ganz aufgedreht ist, wenn sie nach Hause kommt. Also was jedes Einzelne bewirkt, kann ich nicht beurteilen. Da bin ich kein Profi, aber ich sehe, was mein Kind gut tut oder nicht. Und hier tut sie einfach gut. Na, das ist wirklich sehr schön zu hören. Dankeschön für den kurzen Einblick. Ja, und viel Spaß noch weitermachen mit der Therapie. Okay. Wirklich schaut total toll aus. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Liebe Zuseher, liebe Margarete, ich bin begeistert. Wirklich ein Wahnsinn, was der Verein Regenbogental hier auf die Beine gestellt hat. Dankeschön für den Einblick heute. Bitteschön, gerne. Du Michi, ich habe da noch einen mitgebracht, den René. Ja, hallo René, grüß dich. Servus Michi, servus Margarete. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. René, du bist ein Unterstützer hier vom Verein Regenbogental. Wie kann man unterstützen? Ja, hallo liebe Zuseher, wir von der BVB Tempelfix haben uns entschieden mit Geldspenden, Tierpatenschaften und mit Sachspenden einen Spendemarathon ins Leben zu rufen, um diesen Regenbogental zu unterstützen. Wie lange geht dieser Spendenmarathon noch? Dieser Spendemarathon geht noch bis zum 3. Advent. Also rasch, 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 noch schnell Geschenke kaufen, aber auch Geld spenden. Also Leute, hurtig, ich bin schon ganz verschwitzt von diesem Marathon. Jetzt kommen wir zu den Sachspenden. Ein Dach über den Kopf kann ja nicht schaden. Was gibt es hier? Ja, ihr habt ja draußen habt ihr den Joshua auf dem Pferd in den Raumpen gesehen. Und dieser Raumpen kann nur betätigt werden, wenn man ein Dach über den Kopf hat, beim schlechten Wetter, beim Schnee. Jetzt ist kein Dach über dem Kopf. Also schnell spenden, wir brauchen Geld für dieses Dach. Liebe Zuseher, ihr habt es gehört, spenden, 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 weil dann kann man im Winter da draußen auch was Tolles machen. Ja, ich sage Dankeschön für das Zusehen, danke nochmal für den Einblick, wirklich ein toller Verein und bis zum nächsten Mal bei Ich hab da was TV. Danke. Ciao, ciao.